Vielen Dank, sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, keine Gäste. Der 27. Februar 2018 wird sich in das Gedächtnis der deutschen Bürger einbrennen. Es ist der Tag, an dem das Bundesverwaltungsgericht Dieselfahrverbote grundsätzlich für zulässig erklärte. Es gibt viele Menschen, Familien und Unternehmen, die in irgendeiner Art von den nun bundesweit möglichen Fahrverboten betroffen sein werden. Besonders hart trifft es die Pendler, die jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fahren. Allein in Deutschland benutzen 68% der Pendler ihr Auto, im Vergleich dazu nur 4,7% die Eisenbahn oder S-Bahn. Brandenburg ist dabei besonders betroffen, da Brandenburg das Land mit der höchsten Quote von Ein- und Auspendlern ist. Über 400.000 Arbeitnehmer pendeln täglich von oder nach Brandenburg zur Arbeit. 35% davon nutzen ein Dieselfahrzeug. Doch nicht nur Pendler sind von den drohenden Fahrverboten betroffen. Es sind genauso gut Taxiunternehmen, Paketdienste, Handwerksunternehmen, Klein- und Kleinstunternehmen und viele andere. Alle, die Dieselfahrzeuge vor allem aus wirtschaftlichen Gründen angeschafft haben, um die während der Laufzeit entstehenden Betriebskosten so gering wie möglich zu halten, sind betroffen. Wenn es zu Fahrverboten kommt, können Handwerksunternehmen aus Brandenburg nicht mehr nach Berlin pendeln, um dort ihre Dienstleistungen anzubieten. Zudem sind auch viele dieser Betriebe gegebenenfalls nicht in der Lage, sich auf einen Schlag einen komplett neuen Fuhrpark anzuschaffen. Die Menschen brauchen Planungs- und Handlungssicherheit. Insgesamt werden in Brandenburg eventuell ca. 279.000 Dieselfahrzeuge von drohenden Fahrverboten betroffen. Auch rund 85% der deutschen Taxen wären von einem Dieselfahrverbot betroffen. Um es kurz zu machen, diesen Unternehmen, aber auch den deutschen Pendlern, droht der Verlust ihrer Existenzgrundlage, Unternehmensschließungen und Arbeitsplatzverluste stehen im Raum. Ziel der drohenden Fahrverbote ist angeblich die Reduktion der Stickstoffdioxidbelastung der Luft in den deutschen Städten. Angeblich sterben jedes Jahr viele tausend Menschen vorzeitig durch zu viel Stickstoffdioxid in der Luft. So alarmierte das Umweltbundesamt Anfang dieses Jahres mit angeblich 6.000 vorzeitigen Todesfällen durch Stickstoffdioxid in Deutschland im Jahr 2014. Andere Studien sprechen von angeblich 107.000 vorzeitig Verstorbenen jährlich weltweit aufgrund zu hoher Stickstoffbelastung, davon 28.500 in Europa und angeblich 11.400 verursacht durch die Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Abgasgrenzwerte. Aus dem Abschlussbericht des Abgasuntersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages aus dem Juni 2017 zitiert der Mitteldeutsche Rundfunk, Zitat: Epidemiologisch ist ein Zusammenhang zwischen Todesfällen und bestimmten NO2-Expositionen im Sinne einer adäquaten Kausalität nicht erwiesen. Tatsächlich ist das Ursache-Wirkungsprinzip auch in den eben angeführten Studien überhaupt nicht adäquat aufgeschlüsselt, da in den Studien individuelle Risikofaktoren oder der sozialökonomische Status nicht berücksichtigt werden kann. Wichtige grundlegende gesundheitliche Variablen werden also komplett ausgeblendet. Konsequenz: Die Angaben und Erkenntnisse aus dieser Studie sind extrem vage. Und zum Vergleich: Allein durch Rauchen versterben jährlich in Deutschland ca. 100.000 Menschen vorzeitig. Es gibt also deutlich höhere gesundheitliche Risiken, die im individuellen Entscheidungshorizont jedes Einzelnen liegen. Das angebliche Ziel, die Gesundheit der Menschen zu erhöhen, wird also an völlig falscher Stelle angegangen. Es gäbe deutlich einfachere Wege mit deutlich geringeren ökonomischen Verwerfungen, um dieses Ziel zu avisieren. Um also diese völlig verfehlte Maßnahme der Stickstoffreduzierung umzusetzen, werden von der Regierung bzw. der EU Grenzwerte bei der Schadstoffbelastung vorgegeben, die dann in den Innenstädten über Messstationen überprüft werden, um daraus etwaige Fahrverbote abzuleiten. Allerdings sind sowohl diese Grenzwerte als auch die Messungen selbst an sich mit massiven Ungenauigkeiten behaftet. So zum Beispiel der Grenzwert, der an Arbeitsplätzen gilt, ist um das 23-fache höher. Herr Abgeordneter, stellen Sie eine Zwischenfrage? Nein, vielen Dank. Als der Grenzwert, der an öffentlichen, vielbefahrenen Straßen gilt. Die 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid, die für die Straße als Grenzwert gelten, hat die Weltgesundheitsorganisation aufgestellt. Deren Untersuchung hielt jedoch keinerlei wissenschaftlichen Standards statt, bezogen auf die Auswirkungen von Stickoxiden. Trotzdem wurde dieser Wert übernommen.
Aber damit sind wir mit den Absurditäten noch lange nicht am Ende. Kommen wir zu den Verfahren, zu den Messstationen, zum Messverfahren. In Anhang 3, Buchstabe B der EU-Richtlinie zur Luftqualität und saubere Luft für Europa, heißt es, dass die Probeabnahmestellen für Messstationen grundsätzlich für ein Gebiet von mehreren Quadratkilometern repräsentativ sein müssen. Unter Buchstabe C steht, dass bei allen Schadstoffen die Probeabnahmestellen in verkehrsnahen Zonen mindestens 25 Meter vom Rand verkehrsreicher Kreuzungen und höchstens 10 Meter vom Fahrbahnrand entfernt sein müssen. In der Realität sieht es gänzlich anders aus. Darüber berichten auch fast alle großen Medienhäuser, zum Beispiel die FAZ, am 31.03., die fragte, ob jetzt die Stickoxid-Messstationen versetzt werden müssten. Beispiel Stuttgart. Hier steht Deutschlands berühmteste Messstation am Neckartor, direkt neben der Straße. Zu Hauptverkehrszeiten staut sich der Verkehr zurück und die Autos stehen lange an den roten Ampeln, mit der Folge, dass sich der Stau zielsicher bis vor die Station zurückzieht. Die hohen Messwerte sind kein Wunder, sondern politisch gewollt. Beispiel Hannover, die Messstation in der Göttinger Chaussee ist so platziert, dass auch hier bei Rückstau die Abgase direkt in die Anlage pusten. Es gibt noch viele weitere Beispiele in Deutschland, mit der die Bundesregierung, die ihr unterstellten Ministerien und die Deutsche Umwelthilfe den Bürger bewusst hinters Licht führen wollen. Ich kann im Zuge dessen auch noch in München die Messstelle Stachus, Sonnenstraße oder in Wiesbaden die drei Messstationen Ringkirche, Schiersteiner Straße und am Hohen Stein. Die Liste kann man unendlich aufmachen. Alle Messstationen wurden genauso platziert, dass sie aufgrund ihrer Lage zwangsläufig sehr hohe Messwerte liefern, die in keinster Weise repräsentativ sind für mehrere Quadratkilometer Stadtgebiet, so wie es die EU-Richtlinie eigentlich vorschreibt. Fassen wir zusammen. Wir haben durch massive Lobbyarbeit und die Bundesverwaltungsrechtsprechung eine Situation, in der gute Ziele mit völlig falschen, da weder effektiven noch effizienten Maßnahmen erreicht werden sollen. Tatsächlich ist es überhaupt nicht klar, ob und wie genau sich die Maßnahmen bezogen auf das vorgegebene Ziel auswirken. Hier vertraut man, Sie können ja gerne eine regen sich doch nicht so auf. Sie können ja gerne eine Kurzintervention machen und sich darauf beziehen. Hier vertraut man auf sehr fragwürdige Studien und nimmt obendrein noch den falschen Ansatzpunkt ins Visier. Die daraufhin vorgegebenen Grenzwerte entbehren jedweder Logik und Stringenz. Und die Messungen zur Bestimmung, ob diese verkorksten Grenzwerte eingehalten werden, sind hochmanipulativ und entsprechen nicht einmal den Richtlinien, die in diesem ganzen Chaos die einzige Konstante sein könnten. Das alles ist hochgradig absurd. Es überrascht daher wenig, dass das erste Dieselfahrverbot, das jetzt bereits in Hamburg gilt, zu vollständig absurden Zuständen führt. In Hamburg sind zwei Straßen in der Innenstadt für Dieselfahrzeuge gesperrt. Die betroffenen Dieselfahrzeuge umfahren jetzt diese beiden Straßen und sind dadurch länger unterwegs. Ergebnis ist, es werden noch mehr Stickoxide freigesetzt, also das genaue Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen wollte. Mit welch blanker Dummheit die Verantwortlichen vorgehen, ist für jeden offenbar. Man fasst es nicht, was für Ideologen in manchen Regierungen sitzen. Diese ganze Affäre um den Diesel ist eine einzige Peinlichkeit für Deutschland, eine extrem teure für jeden einzelnen Bürger obendrein. Wir stellen uns als AfD-Fraktion gegen Dieselfahrverbote. Wir sind für den Erhalt des Diesels als Zukunftstechnologie, wie es übrigens gestern auch in den Medien zu lesen war. Und das kam nicht von AfD-Seite, sondern es kam von Seiten der Industrie. Wir fordern mit dem vorliegenden Antrag die Landesregierung auf, sich beim Bund für eine Dieselgarantie einzusetzen, um zu vermeiden, was wir in anderen Bereichen erleben. Ich erinnere an die Diskussion um den Braunkohleausstieg und die Windkraftverspargelung unserer Heimat. Erstmal aussteigen und dann sieht man schon weiter. Das ist eben keine zukunftsfähige Politik. Die Menschen in Brandenburg haben einen Anspruch darauf, dass die Politik auf allen Ebenen, Land, Bund und Kommunen, Rechts- und Planungssicherheit schafft und als Bürger nicht noch mehr geschröpft wird der Bürger für zweifelhafte ideologische Experimente. Ich werbe deshalb selbstverständlich für die Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank für die SPD-Fraktion.